passen hinten drei, Gruppe drei Kindersitze nebeneinander rein. Welche Modellvarianten sind geplant? Ich habe keine Ahnung, was Gruppe 3 Kindersitze sind. Weißt du, was Gruppe 3 Kindersitze sind? Jetzt sind wir doch beide Papas, wissen es trotzdem beide nicht. Brauchen wir nicht auch ein wir machen jetzt eure Fragen. Eure Fragen hier im Auto, und wir nutzen jetzt gerade mal jeden Moment. Sonne geht unter in Texas und Flo und Habi, wir haben keine Zeit. Ja, wir fliegen ja schon morgen Mittag wieder zurück, also müssen wir eure Fragen machen. Vielleicht kann mir noch jemand erklären, was Gruppe 3 Kindersitze sind. Also, wenn die Frage ist, ob die Rücksitzbank genug Platz bietet für drei Hubbys, yes. Das seht ihr auf jeden Fall im vollständigen Review. Ja? Und ich möchte gerne auch anmerken, dass Flo die Fragen vorliest, weil ich das Handy nicht halten darf. Welche Modellvarianten sind geplant? Modellvarianten. Wenn damit jetzt gefragt ist, welche Motorisierungen, dann wird es das ganze Paket geben aus den aktuellen Vierzylinder-Benzinmotoren, die neuen Sechszylinder-Motoren, sowohl Benzin als auch Diesel, und es wird auch den Achtzylinder geben. Und natürlich wird es zwei AMG-Varianten geben. Und es wird ein Plug-in-Hybrid geben. Welche Unterschiede gibt es zum X5? Welche Unterschiede gibt es zum X5? Thema Komfort, Agilität, von Navi. Ja, das ist super spannend und die Eindrücke sind auch sehr frisch, und ich kann da eigentlich nur mal auf das Review verweisen, dass ihr das ganze Review dann später anschaut. Flo und ich haben noch eine Idee, wie wir die beiden Autos vergleichen können. Die Sache mit den Hamburgers, wissen wir noch nicht, ob wir es umgesetzt kriegen. Aber ganz grundsätzlich würde ich das so ein bisschen philosophisch sehen, ja? Wenn ihr euch so ein Big Mac und so ein Whopper vorstellt, dann sind beide eine Antwort auf eine Frage, die man besser nicht stellt, weil beides ja unheimlich viele Kalorien sind, viel Fett, viel Zucker, viel Salz, schmeckt aber irgendwie doch ganz geil, sollte man aber nicht allzu oft benutzen, und beides findet so seinen Liebhaber. Und ich glaube, also wir sind den GLE nur gefahren mit EABC-Fahrwerk, ja. Und mit dem EABC-Fahrwerk ist er im Komfort dem X5 auf jeden Fall überlegen. In der Bedienung benötigt das MBUX ein bisschen Gewöhnung, aber dann ist MBUX im Augenblick, glaube ich, Benchmark. Wobei wir auch dazu sagen muss, bei beiden Bediensystemen haben wir nicht volle Funktionalität ausprobieren können bisher. Ist das Design deiner Meinung nach noch Mercedes oder hat man den roten Faden verloren? Ja, das ist... Ich habe ein langes Gespräch mit dem Designer geführt. Wir haben dabei 2, 3, 4, 5, 10 Gläser Rotwein getrunken. Es waren 2 Gläser Weißwein. Und der Designer sagt, man muss sich weiterentwickeln. Ich fand die Aussage von dem Herrn Bartstüber ganz interessant. Der sagte, es gibt nicht so etwas wie ein ewig gleiches gutes Design. Da sagte ich, ja, aber hier der braune Rasierer, das braune Radio, gibt doch solche Design-Ikonen, die... Sagt er, ja, es gibt solche Design-Ikonen, aber wer hat denn heute noch ein Radio oder so einen braunen Rasierer? Würde heute auch keiner mehr kaufen. Und die Coca-Cola-Flasche sieht ja auch langweilig aus. Also man hat sich ja satt gesehen. Also man versucht, diese Marke zu verändern, aber so, dass der klassische Mercedes-Käufer nicht abgeschreckt ist davon. Und das ist wirklich schwierig. Und ich tue mir da auch nicht so leicht mit. Ich glaube, man hat einen neuen Faden gefunden. Als Hybrid, wie viele Kilometer hat der an elektrischer Reichweite? Da gibt es noch überhaupt keine Aussage dazu, aber ich würde mich mal aus dem Fenster lehnen und sagen, dass der kommende GLE-Hybrid eine 18,3 Kilowattstunden große Batterie bekommt und damit etwa 60 bis 72 Kilometer rein elektrische Reichweite erreichen sollte. Wird es einen 500, 560 geben? Es wird einen 560er geben, der auch wird nicht kommuniziert. Aber Mercedes-Benz hat sich in den Pressemitteilungen, die sie an die Journalisten rausgegeben haben, verschrieben,
Und da steht auch drin, die 4-, 6- und 8-Zylinder-Motoren. Und ich habe ein bisschen nachgebohrt. Natürlich wird es einen 8-Zylinder GLE 63 geben. Der basiert dann auf dem 4-Liter V8. Und es wird aber auch diesen 4-Liter V8, weil den gibt es ja auch in der S-Version als 560er inklusive Zylinderabschaltung. Das ist ein super geiles Aggregat. Auch den wird es in dem Auto geben. Es wird also wohl einen... Das ist keine offizielle Aussage, ganz, ganz wichtig. Es ist keine Aussage der Mercedes-Presseabteilung. Aber ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen. Oh. Doch, aber ich bin mir sehr sicher. GLE 560 werden wir sehen. Dann freut sich jemand auf deine Designkritik im Innenraum. Ja, ich... Review anschauen. Ich glaube, das wird zu lang. Designkritik im Innenraum. Ich muss dazu sagen, ich glaube, wir haben gar nicht viel Designkritik im Innenraum abgedreht, aber wir haben was zu dem Thema verschiedene Qualitätslevel dazu reingepackt. Allzu sehr kritisieren kann ich es eigentlich gar nicht mehr. Ich gewöhne mich sehr, sehr schnell dran an dieses große Tablet, flaches Armaturenbrett, und ich finde es gar nicht scheiße, liebe Fiat-Fans. Wie wird die Aufpreispolitik? Muss man wieder fast 50% des Grundpreises für eine gute Nicht-Vollausstattung investieren? Autos sind technisch zwar interessant, die Preise der zu Ende konfigurierten Autos finde ich aber für hart arbeitende Durchschnittsverdiener pervertiert hoch. No bug, no rock. Grüße. Ja. Wird die katholische Kirche jemals Abtreibungen unterstützen? Okay, andersrum. Wird es jemals einen Low-Carb-Burgerkette geben? Wird an Weihnachten wieder der 24. Dezember sein? Ja, natürlich. Das ist der Weg, wie der Deckungsbeitrag in den großen Automobilkonzernen geschaffen wird. Du hast einen super interessanten Preispunkt als Einstieg für das. Boah, bäm! Schön die Sonne ins Gesicht. Du hast so einen super interessanten Preispunkt als Einstieg und dann kannst du anfangen und machst die Häkchen rein. Und es ist so, dass du auch diese Autos nur so eigentlich kaufen möchtest mit vielen Häkchen. Wird sich nichts dran ändern. Und ich wüsste auch nicht, warum sich da etwas dran ändern wird. Na, der Gedanke oder die Argumentation bei den Automobilherstellern ist ja durchaus, dass du dann mit dem niedrigeren Preispunkt einsteigen kannst und dann du dir selbst die Pakete so zurecht, also das ist dir das wichtig, ist dir das wichtig. Wir wissen, dass es andere Hersteller anders machen, aber ich glaube, bei den Premium-Herstellern oder bei den drei großen deutschen Marken wird sich das nicht mehr ändern. Gibt es das neue Fahrwerk auch mit dem reinen Sechszylinder-Diesel? Mein lieber Gott, diese Frage hat uns wirklich erwischt, oder diese Frage hat mich wirklich erwischt. Was ihr nicht wisst, bevor Flo jetzt hier die Kamera raushalten musste, um die Fragen zu beantworten, haben wir uns einen Wolf gesucht. Ich war mir in dem Augenblick nicht sicher, ob die reinen Sechszylinder-Diesel nicht auch ein 48-Volt-Bordnetz haben. Aber da sie nicht den integrierten Startergenerator haben, sondern den Riemenstartergenerator und der Riemenstartergenerator mit 12 Volt arbeitet. Was? Ich habe nur einen Frosch im Hals. Achso, habe ich was Falsches gesagt? Ich verstehe es eh nicht. Ach, du verstehst es nicht. Aber der die Frage gestellt hat, versteht das. Ja. Habe ich mir echt nochmal einen Wolf gesucht. Und in der Tat ist es so, dass das Fahrwerk, jetzt muss die Blende nachziehen, ne? Ist das Fahrwerk, das dieses EABC-Fahrwerk, diese vier Pumpen, diese vier Hydraulikpumpen braucht, die wiederum brauchen relativ viel Strom. Und das geht wiederum momentan nur mit dem 48, oder es wird nur mit dem 48 Volt Bordnetz gehen. Die Frage ist also eher, wird es das 48 Volt Bordnetz nicht spätestens dann, wenn die neue S-Klasse kommt, und dann dort auch im Dieselmotor geben, und zieht sich das dann, das ist ja immer so eine Entwicklung, ne? Eines zieht das andere nach und dann und so. Ja, im Augenblick 48 Volt Bordnetz ist ein Muss, 48 Volt Bordnetz nur beim Sechszylinder Benziner. Ah, stopp, wegschieben, falsch, falsche Information, Fake News, alternative Fakten. Der 400er Diesel, der rein 600er Diesel, der wird doch auch mit EABC, mit E-Active Body Control verfügbar sein.
Der hat zwar kein 48 Volt Bordnetz, der 6-Zylinder Diesel. Ah, Stauassistent aktiv, sehr geil. Geil. Kein 48 Volt Bordnetz. Und dennoch denken die sich aber, naja, wer so einen 6-Zylinder Diesel kauft, der wird vielleicht auch einen E-Active Body Control kaufen wollen. Und da bauen die dann einen Spannungswandler ein. Dieser Spannungswandler nimmt dann also vom 12 Volt Bordnetz die 12 Volt Spannung, wandelt die um auf 48 Volt, also das ist das Vierfache in der Spannung, zieht also auch relativ viel Strom und hat eine eigene Pufferbatterie dann. Sprich, im Prinzip ist das so ein virtuelles, zusätzliches 48 Volt Stromnetz, das es sonst eigentlich in dem Auto nicht geben müsste. Aber nur dann, wenn man das E-Active Body Control verwenden kann. Ich glaube allerdings nicht daran, dass die 6er Diesel nicht noch allzu lange ohne 48 Volt Bordnetz verkauft werden. Also darf ich eines noch sagen? Der 8-Zylinder Diesel heißt vielleicht doch nicht 560. Das weiß ich aber noch gar nicht. Also, aber ihr jetzt könntet das. Ist auch egal. Eins. Nee, das machen wir ein andermal. Machen wir ein andermal. Da müsst ihr euch noch einen Moment gedulden. Ja. Da es noch kein Diesel mit 48 Volt Bordnetz gibt, welches Kältemittel wird für die Klimaanlage eingesetzt? Who cares? Apple CarPlay über WLAN oder Kabel? Nein. Nur Kabel, Mercedes. Gibt es einen Regenschirm in der Tür? Natürlich nicht. Das macht nur der kleine mittelständische Automobilhersteller aus der Tschechei. Ja, Skoda. Ja. Psst. Viel Spaß mit deinem Superb. Ja, ein Superb ist ein tolles Auto. Wie ist der Federungskomfort mit EABC vergleichbar mit einer S-Klasse oder einem X5? Mhm. Das haben wir in dem langen Review, werde ich da mehrmals drauf eingehen. Ich finde, EABC hat einen phänomenalen Federungskomfort. Ich glaube, ich habe es heute früh schon gesagt, nach 10 Minuten im Auto, dass gefühlt der Abrollkomfort in dem EABC-Fahrwerk phänomenal ist und besser als der X5. Und wie ist das EABC mit dem Standardfahrwerk vergleichbar? Das weiß ich noch nicht. Vielleicht können wir euch morgen, wenn wir morgen noch was drehen und ein anderes Auto fahren, noch was dazu sagen. Im Augenblick kenne ich nur EABC. Wie sieht es denn mit der Garantie für Technik und Lack aus? Nichts Neues im Westen, ja. Also wenn ihr 7 Jahre Garantie wollt, müsst ihr ein Kia kaufen. Welche Farben sind verfügbar? Alter, das interessiert doch mich überhaupt nicht. Bin ich ein Lifestyler? Reichweiten. Außerdem, was ist denn das für eine bescheuerte Frage? Ganz, es tut mir jetzt leid, lieber Zuschauer. Was ist für eine bescheuerte Frage? Da gehst du einfach auf die Mercedes-Benz-Webseite, öffnest den Konfigurator. Also ganz unter uns. Die Frage zu schreiben hat doch mehr Zeit gekostet, als einfach auf die Mercedes-Benz-Webseite. Ich verstehe solche Fragen nicht. Reichweiten? Weiß man auch nicht. Das kann ich auch nicht. Können wir nicht nachvollziehen, aber ich kann euch zumindest sagen, was wir heute oder was der hier gerade braucht, den habe ich vorhin genullt, das ist GLE 450 Benziner und wir sind bei 9 Liter auf den letzten 90 Kilometern Stop-and-Go-Verkehr. Okay. Kfz-Steuer nach WLTP oder NEFZ? WLTP. Ist das wirklich das Auto, was wir erwarten durften? Oder doch nur eine Oberklasse für die Beruhigung des grünen Gewissens für die Manager von Daimler? Warum beruhigt denn das Auto das grüne Gewissen bei dem Manager von Daimler? Ich verstehe jetzt die Frage nicht ganz. Also ich freue mich ja über jeden, der Fragen stellt. Es sei denn, er fragt, welche Farben es geben wird, wo man das im Konfigurator nachschaut. Nee, ich freue mich eigentlich über alles, was wir miteinander... Ich verstehe das grüne Gewissen, ich verstehe die Frage nicht. Holt der neue GLE Traditionalisten die alte Mercedes-Tugenden kennen in irgendeiner Form noch ja, ab? Ja. Ich würde als klassische Mercedes-Tugend würde ich dieses Cocooning, sagt man heute ja dazu, dieses Auto nimmt dich ein, du kriegst dieses Gefühl, geschützt zu sitzen, von der Welt abgeschirmt.
Und ich würde das schon als eine klassische Mercedes-Tugend sehen, sowohl dieses Gefühl, in dem Auto geschützt zu sein, als auch Fahrkomfort umzusetzen. Und da, ich glaube, wenn du das Auto fährst, holt es jeden klassischen Mercedes-Fahrer mehr ab, als wenn du jetzt einfach nur vor dem Auto stehst. Gibt es außer dem klassischen Sitzschalter mit Memory für die elektrisch verstellbaren Sitze überhaupt noch Mercedes-eigene Bedienelemente? Der Tempomathebel in seiner Position bzw. mittlerweile generell ist ja auch schon entfallen. Ja, das ist wieder so eine Traditionalistenfrage. Ich will dir jetzt auch nicht zu nahe treten, nachdem ich dem anderen schon zu nahe getreten bin mit der Frage, mit der Farbe. Das ist vielleicht diese Diskussion, die ich mit dem Designer hatte, dieses sich weiterentwickeln. Und das hat auch was damit zu tun, wenn man sagt, manche Dinge sind anders vielleicht besser als wie gehabt. Ja? Der Hebel für den Tempomat, das war so ein klassisches Mercedes-Hebelchen hier unten. Den kennst du, glaube ich, gar nicht, Flo. War hier unten der kleine Hebel. Der ist ja. Nicht. Kennst du? Ja. Wo haben wir den gehabt? Eklas wahrscheinlich noch oder so. Und der ist ja überflüssig geworden, weil ich jetzt alle Bedienelemente hier drin habe. Und ich kann ja jetzt nicht sagen, dass das Umsetzen der Bedienelemente hier oben scheiße wäre. Ganz im Gegenteil. Ich finde die Integrationen, die Touchpads, die sie hier gemacht haben und die Lösung, dass das rechte Touchpad hier macht, das linke Touchpad hier macht und ich hier alles drin habe, finde ich besser als den Hebel. Also ist ja in dem Fall der Verlust des Hebels kein Verlust. Also man muss nicht jede Veränderung scheiße finden. Fake-Auspuffblenden muss man immer scheiße finden, aber nicht alles andere. Stimmt das Verhältnis Platz im Innenraum zu den Außenmaßen? Ja, absolut. Finde ich schon. Wenn ihr das Review anschaut, die Frage, wenn vorne ein Hubby passt, passt hinten auch noch einer rein, wird da, glaube ich, gut beantwortet. Wie ist die Übersichtlichkeit? Katastrophal, aber das sind alle modernen Autos. Dafür hast du ja dann 360 Grad Rundum-Kameras. Und Parkpiepser overall, überall. Ich kann mal ganz kurz die Kamera einschalten. Du hast ja hier auch eine schöne Möglichkeit. Entschuldigung. Damit. Jetzt die Wide-Angle-Kamera vorne in der Stoßstange. Narrow-Angle, also eng, inklusive Seitenblick. Und beide Seiten bloß anzuschauen. Oder Wide-Angle hinten. Oder Narrow-Angle hinten oder bloß die Anhängerkamera anzuschauen. Übersichtlichkeit bei den modernen Autos ist einfach schwierig. Ich hatte heute auch noch eine Diskussion hier zur A-Säule mit einem der Entwickler. Die sind eigentlich stolz, dass die A-Säule relativ schmal ist. Ja? Darf man Golf 1-Fahrern gar nicht sagen, dass die A-Säule in so einem Auto schmal ist, aber sie ist es. Und Übersichtlichkeit, vergiss das, die Zeiten sind rum. Lässt er sich gut rangieren, vor allem mit Hänger dran, ist ein kurzer Überhang vorn und weit einschlagbare Räder wünschenswert. Ein kurzer Überhang und weit einschlagende Räder sind immer wünschenswert, natürlich. Ob er sich gut rangieren lässt, in Ermangelung eines Anhängers haben wir das nicht ausprobieren können. Welche Ausstattung ist sinnvoll? Auf was kann man deiner Meinung nach verzichten? Ist der GLE als Buchhalter überhaupt fahrbar? Das haben wir lustigerweise... Ich glaube, auch im Video angefangen wurde Aufpreispolitik. Eben war das, glaube ich. Ich persönlich würde mir so ein Auto niemals als Buchhalterauto kaufen. Ich würde immer Multibeam-LED-Licht, das 84 LED Multibeam-LED-Licht inklusive Ultra-Range-Fernlicht kaufen. Ich würde immer die großen Displays wollen. Ich würde immer die Burmester-Anlage wollen. Insofern, ich würde immer elektrische Sitzverstellung inklusive Sitzheizung und Sitzbelüftung, also Sitzklimapaket wollen. Ich glaube, als Buchhalterauto, als Buchhalterauto macht das Ding keinen Spaß. Passen drei Kindersitze nebeneinander oder passt ein Kinderwagen in den Kofferraum? Ja, das ist eine Radio-Erio-Anfrage. Ne? Also passt ein Kinderwagen in den Kofferraum? Es kommt auf deinen Kinderwagen drauf an. Kofferraum finde ich aber groß. Ich finde den gut zu beladen, sehr tief und auch die Möglichkeit, die Rücksitzbank entsprechend zu variieren, finde ich gut. Ja. Was ist deiner Meinung nach die wirkliche Zielgruppe für dieses Auto? Freiberufler, Ärzte, Architekten, all die Leute, die sich so ein Auto als Firmenwagen leisten können,
wo man einfach sagt, so 1200 Euro Leasingrate im Monat nimmt die Firma. Hat sich der GLE von seinem Ursprung positiv oder negativ verändert? Von seinem Ursprung. Wenn man seinen Ursprung sieht, den haben Flo und ich heute gar nicht so viel gefilmt, den ursprünglichen ML, den ursprünglichen, der in Alabama gebaut wird, in den USA. Also meine Mutter hatte so ein Auto, allererste Generation, das war eine Katastrophe. Also A war es ein Kackdesign, B war es eine katastrophale Verarbeitung, wirklich katastrophale. Die ersten 3 Jahre konntest du nicht fahren, das Auto. Die ersten 3 Modelljahre waren schlecht verarbeitet. Und insofern absolut, absolut. Wie hoch sind die Wartungskosten? Ja, I don't know and who cares. Wie ist das Gefühl des Bremspedals? Oh ja, sehr geile Frage. Ist nämlich auch etwas, was mir total wichtig ist, weil das so eine subtile Beurteilung des Autos ermöglicht. Also du kannst ja darüber philosophieren, wie Lenkkräfte und so weiter sind, und sie variieren sich. Und auch Gaspedale und Bremse sind eben so Dinge, die dir immer, ohne dass es direkt bewusst wird, ein Gefühl von dem Auto geben. Und das ist ein sehr, sehr schönes, direktes, gut dosierbares Pedalgefühl. Ja? Ich meine, wir haben jetzt hier genickt, weil das hast du bei Automatikautos so, aber das ist sehr gut. Also du meinst, das Fahrzeug lässt sich trotz seines Gewichts sicher und gefühlvoll bremsen? Oh ja, absolut. Wie fühlt und riecht sich das Auto? Nachdem wir jetzt den ganzen Tag drin saßen, riecht es nicht mehr ganz so geil. Ich habe auch keinen, das sind Pressetestwagen. Hier sind die letzten 2 Wochen Journalistenhorden aus der ganzen Welt durchs Auto gerutscht. Dieses Auto riecht eher nach... Gibt es den elektrisch? Wenn nein, nein. Den wird es nicht elektrisch so geben. Es gibt den EQC elektrisch nächstes Jahr. Das ist basierend noch auf dem GLC, der GLC-Plattform. Und Mercedes-Benz spricht von der Elektrifizierung aller Baureihen. Was aber bei den aktuell jetzt so neu vorgestellten Baureihen noch für eine reine Hybridisierung und Plug-in-Hybridisierung spricht und nicht vom reinen Elektroauto auf dem Auto, auf der Plattform. Der Mercedes-Haken für den Ladeboden. Ach du Scheiße! Ist es weg? Da müssen wir jetzt rechts ranfahren. Ich habe diese Frage. Das müssen wir nachschauen. Ist der Haken da? Ist der Haken da? Das ist geil. Das finde ich richtig. Das ist genau die richtige Frage. Daran erkennt man den Autohub-Zuschauer. Yes! Yes! Er ist wieder da, der Haken. Da ist er wieder. Muss ich jetzt einparken, das Zeug, oder? Ja, okay. Fuck. Film so lange Vögel. Film nur mal die Vögel. Oh ja, guck mal hier. Was ist das? Guck mal da drüben. Ach, guck mal, wo wir hier stehen. Ja, da drüben. Achso. Falsche Marke. Oh, ja. Haben wir noch mehr Fragen, Florian? Also, mehr Fragen. Erstmal Face ID. Face ID, ja. Sicher, ist sicher. Also, wenn ich nicht fahre, kann ja, ich ja auch selber, ne? Können wir auch draußen weitermachen. Dann können wir auch draußen, aber ist so laut, ne? Ja. Okay. Ja, dass ihr mal das glamouröse Leben, der Auto-YouTuber und Autojournal ihr seht. Du stehst irgendwo in der Provinz im Stau. Cummins Diesel. Wenn der Gas gibt, schaltet der Resch in ganz Deutschland Fahrverbote. So. Wann kommt das GLE Coupé und wie schaukelt er in Kurven auf? Das GLE Coupé kommt in 3 Jahren. 2,5 Jahren. Schaukelt er sich in Kurven auf? Er schaukelt sich überhaupt nicht in Kurven auf, wenn du das EABC-Fahrwerk hast.
So, falls dir ein Designer, der Techniker, Ingenieur über den Weg läuft, könntest du ihn fragen, warum man Fake-Auspuffrohre macht. Der Grund dafür würde mich interessieren. Das habe ich tatsächlich gestern Abend gemacht. Ich habe gestern Abend relativ lange mit einem Designer drüber gesprochen. Und wir haben hier auch sowas wie Fake-Auspuffrohre. Allerdings hat der GLE 450 so eine Auspuffblende außenrum und dann auch zwei Auspuffrohre da drinnen. Das ist nicht 100% Fake. Und ganz ehrlich, nicht jede Entscheidung, die hinterher in die Serie geht, wird von jedem in so einem großen Konzern wie Mercedes-Benz oder Audi oder wo auch immer unterstützt. Also unsere ständige Kritik am Thema Fake-Auspuffrohre, die wird durchaus wahrgenommen. Ja? Diese Vögel. Wer kauft sich so einen unbeweglichen, fetten Ochsen? Ich kann dir sagen, wer so einen unbeweglichen, fetten Ochsen geheiratet hat, das war meine Frau. Das Auto würde ich jetzt so nicht benennen. So sehr wie du vom G05 X5 geschwärmt hast, kann der neue GLE da überhaupt mithalten? Erstaunlicherweise kann er das relativ gut. Und im Thema Fahrkomfort ist er sogar besser. Ist er so gut, wie er sein soll? Ja. Und kannst du das MBUX vorstellen und deine Meinung preisgeben, gerade im Vergleich zu den Mitbewerbern? Also MBUX, gibt es nochmal ein ganz eigenes Video. Da haben wir uns echt den allergeilsten authentischen Drehspot rausgesucht. Aber es gibt nochmal ein ganz eigenes MBUX Video, da werdet ihr das dann sehen. Machen wir nochmal hier nicht. Das neue Fahrwerk E-Active Body Control, den Aufpreis wert? Ja. Ja, das ist eine schöne Frage. Du hast ja schon Erfahrungen mit dem OM256 48 Volt. Würdest du eher zum GLE 450 oder zum GLE 350D/400D greifen? Beziehungsweise welcher Motor passt aus deiner Sicht besser zum Fahrzeug? Unabhängig der Kilometerleistung oder des Preises. Man hört ja viel Gutes über den 450er. Danke und Grüße. Das ist eine gute Frage. Ich persönlich... Also ein 8-Zylinder Diesel. Flo, hier bin ich. Flo, ich habe noch anderthalb Minuten auf der Karte. Ich würde zum 400er Diesel greifen. Aber dann kann ich das E-Active Body Control nicht haben. Ah, fuck, ey. Kann ich Standheizung, Lüftung mehr mit 48 Volt? Nein. Falls du das testen kannst, wie findest du Augmented Reality? Super geil. Komfort und Ausstattung würden mich ja interessieren. Ich glaube, Komfort und Ausstattung, richtiges Stichwort am Schluss. Schaut euch das ganze Video an, da seht ihr nämlich alles. Das waren die Fragen und meine Antworten, eure Fragen, meine Antworten zum neuen Mercedes-Benz GLE. Das war Autohub, das war mal. Mein Name ist Björn Haberger und ihr schaut am besten das vollständige Review zum neuen GLE 450 oder GLE oder also halt neues Auto an. Dann sind wir wieder online. Tut mir leid, Speicherkarte war gut. Voll und alles leer. Gut. War's das? Ja. Dann sagen wir Tschüss. Tschüss. Achso, die läuft ja noch. Die läuft noch, ja. Kannst du weiterreden. Und ich grüße noch meine Tante, meine Oma, Mutti. Jetzt passiert, glaube ich, wirklich nichts Spannendes mehr. Jetzt muss ich mir ja mal die Pressemeldung durchlesen. Ja, lies dir mal die ganze Pressemeldung durch. Das ist der Hammer, oder? Irgendjemand hat die geschrieben, diese ganze Pressemeldung. Ja. Augen auf bei der Berufswahl. Berufswahl. Hätte ich mal lieber was Richtiges gelernt. Ja.
Wo geht mir mal die Sitzmassage an? Start the seat massage for the co-driver. Please repeat. Start the massage for the co-driver. Hey Mercedes. What do you want to do? Start the seat massage for the co-driver. I'm switching off the massage on the driver's seat. Ah, driver's seat? The co-driver's seat. Hä? Da ist doch keiner. Ach doch, da hinten. Ja. Start the massage on the co-driver seat. Das ist ein Ach. Please repeat. Start the massage on the passenger seat. I'm switching on the massage on the front passenger seat. Ja. Sam's Burger Joint.